Oh. So, zwei, oh, Eimer. Eimer, Eimer, Eimer. Hallo? Oh, und er hat es nicht geschafft, den Meerpilz zu fressen. Geht was weg hier. Der war wahrscheinlich auch knapp. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Mal sehen, ob der Yeti dabei ist. Nein, ich sehe ihn noch nicht, aber ich sehe einen Schaufelbagger. Ah, nee, 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 nee. Wo ist Le Yeti? Mal gucken. Oh, es wird automatisch wieder dunkel. Ey, ihr seid fies. Ihr habt dann alles gedacht. Oh, oh. Das wird nicht gut. Ich sehe nichts. Den haben wir sofort down gemacht. Da kommt noch einer, meine Güte. Einfach wahllos Blätter raushauen. So, der Magnet hat sich den Eimer geschnappt, für die, die schnell geguckt haben. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht viel zu sagen. Ich muss selbst gucken, dass ich hier nichts mache. Jetzt könnte er unter Umständen kommen, der Yeti. Seht ihr ihn? Nee. Ich sehe nur eine Milliarde Zombies gefühlt. Alle möglichen Scheißdrücke einsetzen, den ich habe. Okay, ungeschafft. Anscheinend ohne Yeti. Schade. So, Kohl. Kohlapult. Kohlkatapult soll es heißen. Schleudert Kohlköpfe auf den Feind. Ihr fragt euch jetzt, hä, what the fuck, hä? Denn wir sind in der letzten Stage. Willkommen auf dem Dach. Das haben sie sogar bis aufs Dach geschafft. Wir sind vielleicht ein paar hartnäckige Zombies, Mann. Du brauchst ja jetzt die Kohlkatapulte, weil das Dach schräg ist. Ja, genau. Oh, du bist ein Assi. Also, Sonnenblumen. Wir haben wieder Sonnenblumen. Ich nehme das Upgrade für die Sonnenblumen. Ist zwar teuer, aber Wayne! Das Chili, das, man weiß ja nie. Ja, seht ihr ja gleich. Aber die Musik hier oben ist cool. Doch schon der erste, relativ schnell und fies. Dem gebe ich eine Mine.
Ich will erst ein bisschen Geld sparen. Na. Weil so ein Kohlekatapult kostet immerhin 100. Bumm. Weil Achtung, ich kann logischerweise Pflanzen natürlich nur in Töpfen hinsetzen. Und ja, das ist dann doch etwas unangenehm. So, so funktioniert das Katapult. Relativ simpel. Ja, dann brauche ich hier noch eins. So, jetzt kommen sie. Oh, jetzt kommen sie. Mhm. Ob ich dennoch... Aber ich kann mal ein Sonnenblumen-Upgrade machen. Ihr seht, 150 für... Ey! Und da kommen dann halt zwei Sonnenblumen raus. Der hat sie mir geklaut. Die baue ich wieder nach. Ist kein Problem. Aber ganz oben kannst du auch ruhig mal so einen Double Shot hinsetzen. Ihr seht, der geht nicht mehr hoch an den Kopf, sondern nur noch unten an die Füße. Wegen der Dachschräge würde ich ihn hier hinbauen. Würden die Teile hier schon, glaube ich, platzen. Ja, weil sie ans Dach krachen würden. Ich weiß nicht, ich probiere es mal aus, um es euch mal zu zeigen. Ja, seht das? An der Dachkante platzt die Scheiße. Das heißt, entweder oben auf die vier Geraden oder hier halt, das ist gerade noch so der letzte Rest. Also bist du ein bisschen unnötig, Kollege. Das war eine teure Demonstration, aber was soll's. Bringen nur die riesige Welle. Ich mach mich nass. Ey! Mir die Blume klauen ist aber nicht. Oh, shit. So haben wir nicht gerettet. Seht ihr, aus Reflex habe ich sogar hier hingebaut. Ja, Blumentopf, damit kannst du das Dach bepflanzen, bin gleich, ja. So, an dieser Stelle mache ich auch mal Schluss, ich habe keinen Bock mehr für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal, Aslaxi. Willkommen Leute, nächster Part von Slaxi. Pflanzen gegen Zombies, ist okay, Pflanzen gegen Zombies, so rum. Just beat it, don't want to beat it. Okay, ich kann nicht singen, aber ich muss immer wieder an den guten alten MJ denken. So, das da, einen Topf haben wir jetzt auch bekommen, der ist elementar wichtig. Fast sogar wichtiger als die Sonnenblume. Boah, dich Kerl hasse ich ja, ne? Du wirst weggelötet. Schwierig. Ja. Nicht so viel Zeit verdrödeln. Gleich geht's los. Ja, muss man ein bisschen Boxen ein bisschen lauter machen. Geiler Sound, ey. Und wer aufgemerkt hat, haben die uns hier schon eine Reihe geklaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall klauen sie uns nach und nach die Pflanzen. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Kacke. Hier den. Ja, genau den. Oh mein Gott, scheiße. Jetzt muss ich sowas gleich bauen. Die Krabbelmine hier habe ich vergessen. Da die. Ach, ihr wisst ja schon. Tretmine, Kartoffelbombe, whatever.
Aber jetzt muss ich ja total spielen. Na komm, bist du da ein bisschen. Na wirf schon! Auf was wartest denn du, ey? Blopp, Hand ab. Komm, da geht noch einer. Das war aber letzte Sekunde, du. Hätte nicht hier nochmal einer kommen können? Hallo. Ah, Slugsy wird mal wieder total alleine gelassen hier. Nee, erstmal eine normale. Dann gucken, dass ich mit der Kohle hinkomme. Ja, geil, weil genau jetzt kommt oben eine Pylone, als hätte ich's geahnt. Da bauen wir gleich mal einen 160er Radiator hin. So, jetzt mache ich mal ein Upgrade. Das werdet ihr ja wohl schaffen, Jungs. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Oh nein, so einer. Da. Bescheuert. Gut. Digga. Stopp jetzt mal bitte. Boah. Knapp. Gott, oh Gott. Scheiße. Oh nein, da kommt so einer. Es hängt jetzt schon. Komm, na komm, na komm. Ja. Ich wollte gerade sagen, Kopf ab jetzt. Na auf, bringt mal eure Welle.